Und da sind wir auch schon wieder zurück zu Dungeon Siege 3. Mein Name ist Adlan und wir befinden uns jetzt in Gründerix Mausoleum auf dem Weg zu Stonebridge. Über einen Friedhof. Über einen Friedhof. Aber das habe ich jetzt nur gewusst, weil ich aufgepasst habe, ne? Sonst wusste ich das natürlich nicht. So. Und da warten Untote auf uns. Okay. Und ein Level Up. Sehr schön. Level Up kann ich sehr gut gebrauchen. Und wenn jemand von euch da draußen dieses Spiel kennt und rein zufällig mit dabei am Start ist, kann er mir mal in den Kommentaren schreiben, was hier die Levelgrenze ist. Ich bin, glaube ich, jetzt Level 9, aber ich würde gerne mal die Levelgrenze wissen. Weil da bin ich schon sehr gespannt. Ich habe auch keine Ahnung, wie weit ich schon bin. Das möchte ich nicht gespoilert kriegen, das ist klar. Aber wie viele Level mich noch erwarten könnten, würde mich interessieren. So. Alter, hier kommen schon wieder ziemlich viele Horden, die aber momentan noch keine Chance haben. Also, wie gesagt, wo wir da in dem Mount Wild waren und da die Wölfe kamen, da habe ich schon ein wenig geschwitzt. Es war echt knapp. Ich habe damit nicht gerechnet, dass sie pro Schlag gleich mal 60, 70 Schaden machen. Und dann waren es auf einmal so viele auch. Und ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Achso, ja, wir müssen jetzt erstmal unsere Meisterung wieder verbessern. Das machen wir auch direkt. So, ja, wir haben jetzt ja nicht viel zur Auswahl. Wir müssen uns ja sowieso dafür entscheiden zwischen den zwei Sachen. Entweder was für einen Kampf tun oder für den Ruf der, also Ruf der Jagd oder Schutzritual. Ich habe schon mal keine Ahnung, wie ich mich entscheiden soll. Das ist super. So, warte mal. Ja, ich wollte eigentlich nur gucken. Warte mal. Widerrufen, genau. Das ist ein bisschen doof. Ich kann. Oder kann ich runterscrollen? Ja, so geht's. Okay, alles klar. So. Die verstärkte Version von Schutzritual macht alle davon getroffenen Feinde für kurze Zeit bewegungsunfähig. Okay. Und wirft Gegner zurück. Okay. Ruf der Jagd segnet Katharina mit stärkeren Angriffen für 30 Sekunden. Also so quasi ein 30 Sekunden Buff für mehr Schaden. Das klingt gut. Nehme ich. Das nehme ich. So. Und hier ist gleich dieser neue Skill. Erhöht die Beweglichkeit, während Ruf der Jagd an ist. Naja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf diese Heilung gehen. So, das ist hier schon komplett abgegradet. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen auf Beweglichkeit. So, jetzt können wir auch wieder was für die Anjali tun. Die benutzt ja sowieso alles automatisch. Und da ist es kein Problem. Entflammt ihre Waffe und erhöht den Schaden um 50% ihres Willens. Deswegen ist der Wille so wichtig. Aha. Und nur ein direkter Angriff. Also ich denke mal, hier so ein kleiner Buff ist nicht schlecht. Ich gebe hier sowieso immer alles, was mit Willenskraft zu tun hat. Entflammen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich verbessere das. Erhöht nochmal den Auraschaden. Ist auch nicht schlecht. Und hier erhöhe ich die Willenskraft. Also es passt. Es passt. Gut. Ich weiß noch nicht, vielleicht wäre ich auch irgendwie so gut leveln, dass ich alles irgendwann mal freigeschalten habe. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber wäre nicht schlecht.
Obwohl es dann vielleicht sogar zu einfach wäre. Alter, die sehen mich trotzdem schon von der Reichweite. Schon klar. So. Alles mitnehmen. Und unten. Ist es eine Hexe? Ach, Mist, ich kann nicht drauf durchschießen. Und die kann mich direkt anvisieren. Das ist natürlich doof. So. Ich habe Gott sei Dank genug Leben. Ich würde gerne die andere anvisieren. Die hier. Und am besten gleich töten. Vielleicht kann die ja welche irgendwie beschwören und das wäre ja nicht so schön. So. Ganzen Krempel mitnehmen und weiter geht's. Ein Karren, kann ich den? Nö, kann ich nicht. Hier ist noch eine Kiste. Kann ich die schon von hier aus absnacken? Da steht der Zaun im Weg. Und das ist nicht die einzige Hexe. Gianni noch mehr Hexen schicken würde. Tja, ihr könntet uns noch nützlich werden, Mädchen. Oh Gott. Ich bin keine Hexe. Ich, ja. Ob sie sich ergeben? Ja, Gianni hat uns nicht geschickt. Ja. Ihr seid aber wirklich naiv, oder? Ich bin nicht hier, um euch zu helfen. Wartet. Ich kenne euch. Ihr seid dieses Halbblut von der Legion, das uns durch die Lappen ging. Wie könnt ihr hoffen, uns zu besiegen, wenn sogar die Toten uns gehorchen? Tötet sie alle! Oh mein Gott. Na gut, wieder ein kleiner Bosskampf. Boah, die Steuerung. So. Wow, ich nehme mal meinen Heilzauber und werde mich ein Stückchen taktisch zurückziehen. Ich würde gerne die wieder anvisieren, wenigstens einmal drauf feuern. Zack, jetzt ein Stückchen wieder zurück. Genau. So, und ich am besten gleich nochmal einen Heilzauber, dass ich wenigstens schon ein bisschen vorbereitet bin. Jetzt muss ich zurück. Kann ich hier hinten rum? Nee, geht nicht. Schade. Komm, eine Hexe weniger. Genau. So. Kann ich durchschießen? Jawohl. Gleich nochmal hinterher. Komm. Zack. Hinter mir scheint noch eine zu sein. Nee. Das ist Ranjani. Okay. Kann ich das ausweichen? Machen wir hier die kleine Hexe weg. So. Ich würde sagen, junge Frau, das war es. Kann ich sogar stehen bleiben. Oh, da greift mich ein Skelett noch an. Gleich mein Heilzauber und weiter geht's. Oh, da kommen schon mal einige auf uns zu. Aber alles kein Problem. So, wieder aufs Gewehr und dann nochmal wegsnacken. Zack. War einfach. War wirklich, sehr einfach. Folgeheizung auch. Komme ich noch wenigstens an den Loot, weil das wäre nicht so schön, wenn ich da nicht rankäme. Okay. Nehme ich alles mit. Und ich habe keine Ahnung, für was ich diesen ganzen Extrakte und so brauche. Da bin ich echt nicht auf dem Laufenden. Ich kann ja was umwandeln und verzaubern. Wieso kann ich den nicht umwandeln? Ah, den kann ich noch ein bisschen verbessern. Okay, mit diesen Extrakten kann ich die verbessern. Brauche ich jetzt aber irgendwie nicht. Weil irgendwie die richtigen Extrakte nicht dafür da sind, die ich brauche. Gut, weiter geht's. So, wir haben den Friedhof gemeistert. Das ist noch übrigens der Friedhof vom Rahmenbach, also nicht der von
Stonebridge, wie ich eigentlich erhofft habe. Und der Typ da hinten ist schwer, so ein kleiner Boss. Greift das Rathaus an. Anjali, du lenkst die extrem gut ab. Ich kann hier hinten stehen und einfach nur feuern. Das funktioniert. Aber das Problem, Anjali ist gleich Geschichte. Obwohl, die kann sich ganz gut hochheilen. Alles kein Problem. Zack. Ihr seid erledigt. Das war jetzt wirklich auch sehr einfach. Also mir sitzt ja immer noch der Schock in den Knochen. Von den Wölfen. Weil ich absolut nicht damit gerechnet habe. Ist aber auch schon ein Tag her. Ich habe gestern die letzte Aufnahme-Session gemacht. Versuche immer so ein, zwei Folgen am Tag aufzunehmen, um auch auf Kommentare zu antworten. Momentan hält sich's noch in Grenzen, aber wie gesagt, ich werde ja sowieso auf alle Kommentare antworten, selbst wenn sie 2 Jahre danach reagieren. 2 Jahre danach erst erscheinen. Falls ich mich dann noch an das Spiel hier erinnere, in 2 Jahren. Wir haben übrigens gleich wieder ein Level Up und das ging ja diesmal richtig schnell. Also es fehlt wirklich nicht mehr viel. So, hier kann ich bestimmt nicht rein. Schade. Rajani ist ganz in der Nähe. Ich kann förmlich spüren, dass sie uns beobachtet. Kusch dich. So. Hat sich da hinten noch einer versteckt? Nö, da habe ich mich geirrt, okay. Bin ich froh, dass sie wenigstens ein bisschen mit einsammelt. Ach, hier ist noch ein Gegner. Aber oh, das ist jetzt wirklich ein Witz. Das war jetzt wirklich sehr, 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 sehr einfach. Und Level Up habe ich auch noch gekriegt. Da kommt gleich noch einer. Das sind so mehrere kleine Mini-Gegner dazwischen. Jetzt will ich aber ein bisschen Förderung haben. Wir haben alle hier so eine verschiedene Aura. Was passiert, wenn ich da drin bin? Ja, ich verliere... Fokus. Okay. So, Merrick heißt der junge Mann. Beziehungsweise hieß. Und jetzt haben wir auch noch das Level Up. Also da finde ich sehr gut. Finde ich super. Aber der ist noch nicht Ende im Gelände. Wir können nämlich erst skillen, wenn alle tot sind. Das würde ich jetzt eigentlich auch gerne tun, bevor ich da reingehe. So, genau. Ich werde jetzt skillen, ein bisschen auf Pistole, würde ich sagen. Verringert die Rüstung und die Angriffskraft der Opfer. Ist nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme auch erstmal Schadensfreude. Und nochmal ein bisschen Beweglichkeit. Und die Aura wird auch verbessert. Und die Willenskraft auch. So. Kommt doch langsam ein bisschen Routine rein. Ich weiß natürlich nicht, ob ich richtig skille. Also wie gesagt, ich habe hier keinen Skilltree, Skillbaum im Kopf oder so. Das mache ich hier freischnauze.
Level 9 sind wir. Dieses Mädchen kenne ich. Ist das eine Täuschung? Mich? Da täuscht ihr euch. Wir haben uns nie zuvor getroffen. Egal, was ihr mir vorgaukelt, meine Überzeugung wird sich nicht ändern. Nicht einmal durch einen solch grausamen Trick. Meine Herrin befahl mir, euch aufzuhalten. Und ich werde nicht versagen. Und jetzt wird der richtige Kampf kommen. Ich dachte eigentlich, wir machen uns dann Richtung Stone Bridge, aber irgendwie habe ich mich dann wohl doch getäuscht. Okay, ich muss erstmal wirklich gucken. Wow, wow, das war jetzt schon sehr hart. Auf jeden Fall kommen wir nicht raus. Wir kommen hier nicht raus. Und das muss ich definitiv ausweichen. Und mit Nahkampf ist er auch bewandert, okay. Wow, also ihre Angriffe sind heftig. Ich werd mich wirklich zurückhalten bei ihr. Okay, die Hälfte habe ich fast geschafft. Jetzt noch einen schönen Crit. Oh, ja, aber keinen Crit von ihr. So, das war ein schöner, genau. Nahkampf hat sie auch drauf. So, das bin ich noch gerade rechtzeitig ausgewichen. Ich heile mich jetzt mal, weil das ist jetzt dringend. Und gleich zurückschlagen. Hat nämlich eine kurze Abklingzeit, bevor sie sich wieder irgendwie rühren kann, und die muss ich nutzen. So. Noch lachst du, Fräulein. Boah, das war knapp. Jetzt haut sie wieder zu, versucht zumindest. Ja. So. Okay. Das Schlimmste haben wir, glaube ich, geschafft. Ich heile mich nochmal. Wir können es ja. Ja, ich glaube. Ich glaube, diesen Kampf haben wir geschafft. Wenn wir uns jetzt nicht ganz doof anstellen. Wow. Und ich glaube, das war's. Was? War noch eine Phase? Okay. Okay, jetzt muss ich echt aufpassen. Das Gute ist, sie spielt auch so ein bisschen mit Reichweite. Nö, da bin ich gar nicht. Das kann ich ausnutzen. Wenn ich mich da gar nicht drauf befinde, kann ich einfach drauf weiterfeuern. Okay, die Phase ist einfacher. Weil hier kann ich einfach ganz gemütlich stehen bleiben. Bisher. Sie sind mir doch schon ziemlich nah. Aber das stört die hier gar nicht. Wow, ich stehe ja direkt runter. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich heile mich mal sicherheitshalber. Oh Mann. Jetzt habe ich echt nicht aufgepasst. Sie ist nicht tot, aber sie wird eine ganze Weile schlafen. Wir sollten jetzt Odos Freund suchen, diesen Lazar. Prüfung des Feuers. Ein Achievement. Finde ich gut. Haben wir auch gleich errungen. Bei Steam. Hier ist noch ein Nebenraum. Den nehme ich natürlich noch mit. Sehr, sehr gut. Im Königreich Eb gibt es eine große Anzahl an mysteriösen Spinnen. Die meisten Gelehrten machen dafür die Zek verantwortlich, die vor der Gründung des Königreichs versuchten, die Kontrolle über dieses Land zu übernehmen. Während der imperialen Ära waren die Zek bekannt dafür, gigantische und intelligente Arachoniden, quasi Spinnen, zu züchten. Die sogenannten Arkon
Spinnen produzieren Seide, die im ganzen Reich hochgeschätzt war und deren Eier in Adelskreisen als begehrte Delikatesse waren. Männliche Spinnen wurden oft als Wächter abgerichtet und für mehr als 100 Goldstücke pro Arkonoid verkauft. Mann, Sprachfehler heute, ja. Als die Sek nach Eb kamen, brachten sie ihre Spinnen mit, von denen sie aber Tausende in den alten Ruinen von Vesrin Cross unterbrachten. Die Seks wurden von der Legion besiegt, aber einige der Arkun-Spinnen entkamen und vermehrten sich stetig. Sie vermischten sich mit einheimischen Spinnen, sodass noch größere und intelligente Hybride entstanden, die Vorteile beider Spezies besaßen. Überlebende Weibchen können die zu monströsen Größe heranwachsen, insbesondere in den abgelegenen Gebieten von Ruckenwal. Hier ist noch was. Ach, boah, die Kiste ist ja voll gemein versteckt, wenn mir so reinkommt. Gut. Ich würde sagen, wir speichern jetzt erstmal. Und sehen uns dann in der nächsten Folge. Ja, hier ist wirklich nichts mehr zum Aufheben. In der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Tschüss.